Jo, liebe Leute, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir machen weiter mit deiner Flucht aus dem Alltag. Eine Korfu-Quest. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was das bedeutet. Aber, liebe Freunde, wir werden es hoffentlich ziemlich zeitnah erfahren. Es ist eine lilane Quest. Ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung, was mich da erwartet. Was da so passiert. Komm her hier. Hundi. Das war Nummer 31. Ja, 31 müsste es gewesen sein. Ach, das ist eine Ziege. Das ist kein Hund. Okay. Ich kann nicht mein Ziel fixieren. Ich habe die Fähigkeit gerade aus Versehen, dass ich links. Ich habe mich noch nicht gemerkt, wie ich Schiss abbrechen kann. Ha! Einfach los, hast du im Zweifel. Okay. So, Melisani-Höhle brauchen wir nicht gerade. Ich erinnere mich aber an die Höhle. Da waren wir doch mal drin. Mich wundert, dass hier noch nicht keine von den Dings rundum läuft. Aber was ist das für eine. Aber was ist das für eine Nummer? Segelt mit! Auf Korfu findet ihr Glückseligkeit! Tägliche Überfahrten! Nein, Leute! Ist verarschen? Ist das jetzt tatsächlich nur das eine? Nee. Okay. Obwohl, sagt er, es ist eine Elber-Quest, oder? Eine Folge Stufe 12. Wir sind schon Level 16. Also machen wir es doch. Komm, scheiß drauf. Oh, Entschuldigung. Ja. Lust auf einen Besuch im Paradies, Söldling? Paradies? Natürlich. Fährt dieses Boot ins Elysion? Nein, nach Korfu. Da gibt es keine Arbeit, nur Vergnügen. Ein reiner Urlaubsort. Urlaub? Was ist das? Oh, ein Gemütszustand. Du musst dich um nichts kümmern, nur um deine wohlverdiente Entspannung. Eine ganz neue Idee. Das klingt verführerisch. Nirgends ist das Wasser klarer als vor der Küste Korfus. Was ist mit Soldaten? Verbrechern? Menschen? Von denen bräuchte ich eine Pause. Ich fühle es. Falls welche dort sind, sind sie damit beschäftigt, sich zu entspannen. Nimmst du an der heutigen Überfahrt teil? Ja. Natürlich. Ja, komm. Das ist genau, was ich brauche. Urlaub. Zumindest für ein paar Tage. Na, dann komm an Bord. Unser nächster Halt? Die Glückseligkeit. Der würde, glaube ich, nicht umsonst sagen, Level 12er Dings. Wir sind 4 Level drüber. Also eigentlich sollte das für uns machbar sein. Korfu, 6 Monate später. Wenn sie hier auch nicht ist, war aber so.
können wir es gleich aufgeben. Ich habe nicht aufgegeben, dein Manuskript über die Bodenschaft Maltesan jetzt zu lesen. Also gibst du besser. Aha, da auf dem Dach. Malaka. Cassandra, was machst du da oben? Wonach sieht es denn aus? Ich mache Urlaub. Ah, du warst zu lange in der Sonne. Du bist ja brauner als ein Bronzestandbild. Komm runter. Ach, was. Ich genieße die frische Luft. Wohlverdiente Ruhe. Wir sehen uns. Was wäre, wenn ich dir sage, dass ein legendärer Schatz auf dich wartet? Hm? Was sagst du dazu? Das habe ich schon so oft gehört. Jemand wie du findet ihn doch im Handumdrehen. Die Adresteia muss auf Vordermann gebracht werden und ich brauche ein paar Drachmen. Hilf einem alten Freund. Mach selber. Ja, um der alten Zeiten willen. In Ordnung, schon gut. Hüpf nur nicht gleich aus dem Chiton. Nicht mehr so leicht für sich wie früher, oder? Ah, sieht so aus. Was hat das mit diesem Schatz auf sich? Ach, das ist sicher nur das Aufregendste, was dir seit Ewigkeiten passiert ist. Ich hatte schon genug Aufregung für ein ganzes Leben. Das ist wirklich der letzte Ort auf Korfu, an dem wir dich vermutet hätten. Was hast du hier ganz alleine gemacht? Nichts, werter Herodotos. Und dabei hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Tagsüber gedöst, nachts die Sterne bewundert und der Wein floss in Strömen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Vielleicht sieht es der alten Cassandra nicht ähnlich, aber die neue Cassandra hat sich nie besser gefühlt. Du gehst doch nicht in Ruhestand, oder? Solange es auf dieser Welt noch Probleme gibt, wird das wohl nichts. So ein mürrisches Gesicht kenne ich von dir gar nicht. Komm schon, jeder mag Schätze. Ich bin nicht in Stimmung. Ich bin gerade beschäftigt. Nicht in Stimmung? Das klingt nun wirklich gar nicht nach dir. Ja und? Was ist daran so schlimm? Mir geht's gut, wirklich. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Zeit für mich, um über mein Leben nachzudenken und Abstand von allen zu gewinnen. Nicht bös gemeint. Schon in Ordnung. Es stimmt. Du hattest wirklich schwere Bürden zu tragen. Aber wenn irgendjemand das schafft, dann Cassandra. Du brauchst etwas, das dich von den Bürden ablenkt. Komm schon. Sag, dass du mit auf Schatzsuche kommst. Für die Adrasteia. Für mich. Gut, gehen wir auf Schatzsuche. Damit du ein paar Drachmen in die Taschen bekommst. Schon besser. So kenne ich dich. Die Beute wird sicher reichen für ein schickes neues Schiff. Der Legende nach soll von Göttinnen gewobenes feinstes Leinen mit dabei sein. Antike Schriftrollen, einzigartige Waren aus exotischen Ländern. Jetzt werd mal nicht überschwänglich, Barnabas. Schon gut, ich will niemandem die Überraschung verderben. Auf der gesamten Insel findest du Hinweise, die dich zu unermesslichem Reichtum führen werden. Wenn der Schatz so legendär ist, warum hat ihn dann noch niemand gefunden? Seit Jahrhunderten sucht man danach. Nun, vielleicht nicht ganz so lang. Niemand hat ihn je gefunden. Aber heute finden wir ihn. Abwarten. Das Einzige, was es hier im Überfluss gibt, ist Sand und Piraten. Ich hol schnell mein Zeug. Hol deine Ausrüstung aus dem Versteck. Söldlinge rasten nicht.
Seit ich meine Sachen hier verstaut habe, habe ich fast vergessen, dass es sie gibt. All die Leute, die ich getroffen habe. Es ist, als würden sie mir ständig folgen. Sowohl physisch als auch in meinem Kopf. Dieser Bildhauer ist kein Vergleich zu Phidias. Mal gerade gucken, ob mein Zeug irgendwo liegt. So ein Schatz. Jedes Mal, wenn ich einen Speer sehe, muss ich an Brasidas denken. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo mein Zeug ist. Ich hatte gehofft, ich will... Es wird Zeit, wieder in Form zu kommen. So, zerstöre die Übungsziele. So, jetzt gehe ich zurück zu Barnabas. Und tschüss. Da bin ich wohl ein bisschen zu nah an die Flamme rangekommen. So, der gute Barnabas ist da oben irgendwo. Interessante und faszinierende Hinweise erwarten dich. Barnabas, Vorsicht! Was denn? Zu viel? Finde und lies den ersten Hinweis der Schatzsuche. Das heißt, wir müssen die Tafel befindet sich am Charakter. Katarakatonsee. Wo findet die sich denn? Ach, wir sind gar nicht mehr so wirklich auf der Dings drauf. Der Ort. Was ist denn da hin? Der ist hier? Ist das der See? Spartaner, die sagen ja. Im Norden des südlichen Wachturms. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt. Ich gehe mal darüber zu dem Ding zum Aufladen.
Wieder ein Tag vorüber. Ach, im Norden des südlichen Wachturms. Wieso sind wir hier dann sogar in der Nähe? Dann nehme ich trotzdem erstmal den Punkt hier mit. Oh, synchronisieren, da bin ich dabei. Das machen wir nämlich jetzt auch schnell noch. Wo ist die komische Tafel? Im Norden des südlichen Wachturms. Das heißt, südlich, westlich. Das muss also hier irgendwo sein. Hier sind irgendwelche Gegner. Da ist die Wache. Tafel. So, kurz mal checken, warten wir ab, weil wir müssen wieder Energie laden. Jetzt will ich gerade mal gucken wegen der Quest gerade. Gibt es hier keine Möglichkeit mal reinzugucken, wie wird. Das ist wahrscheinlich schon die nächste. Ja, die machen wir dann wirklich in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich guck mal gerade, was die Uhr sagt. Außer TikTok. Oh ja. Gut, ich beende mal die Folge. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Tschüss.